Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu Legend of Monkey Island. Und ich werde jetzt einfach mal da lang gehen. Ich will mich mal umschauen, was es hier so gibt. Und ob da vielleicht irgendwie die Lösung meines Problems ist, wie ich an den dritten goldenen Affenkopf komme. Weil hier war ich ja noch gar nicht. Gefahr schlüpfrig. Ein behelfsmäßiges Holzschild über einem großen Wasserbecken. Darauf steht Gefahr rutschig. Okay, dann halt rutschig. Leiter verwenden. Suntan Spot. Ein behelfsmäßiges Holzschild über einem tiefen Becken. Darauf steht Sonnenbadplatz. Ach, Herman. Whoop. Hui. Oh, ich hätte gerade so Lust auf Urlaub und Baden. Palisade, draußen bleiben. Palisadenschlüssel zum Aufschließen benötigt. Okay, da ist eine Karte. Wir sind bei der Palisade. Hier muss irgendwo eine Kanone sein. Ich schaue mir nochmal diese Karte an. Was gibt es hier sonst noch? Eine Banane. Lecker, lecker. Jetzt haben wir eine Banane gegessen. Jetzt geht es uns gleich viel bananiger. Das ist eine Seilrutsche. Okay, mal gucken. Sehe ich da irgendwo eine Kanone? Ich schaue mich hier erstmal noch mal ein bisschen um. Also es scheint so, als wäre der Schlüssel in einer Kanone. Da ist die Kanone. Nur noch eine Banane. Da ist der Schlüssel. Okay, was haben wir hier? Da ist eine Notiz. Lies Feuer einstellen von Herman Twofrot. Meine neue Palisade ist fast fertig. Ich habe vor, sie viel sicherer zu machen als das alte Fort. Damit die Leute nicht einfach hineinlaufen und nehmen können, was sie wollen. Das ist auch gut so. Ich muss noch die alte Kanone restaurieren, den Rost entfernen und eine Stückpforte bauen. Aber wenn ich das tue, weiß ich genau, dass ich beim Aufwachen einen frechen Piraten vorfinden werde, der mir auf alle meine fein ausbalancierten Fallen schießt. Damit das nicht passiert, habe ich das stabilste Schloss genommen, das die Sea Monkey noch hatte. Ich werde den Schlüssel dort verstecken, wo sie niemals suchen werden. Mein privates Rezeptbuch von Herman Twofrot lesen. Es ist ein handgeschriebenes Buch mit Rezepten, mit vielen gekritzelten Notizen und durchgestrichenen Passagen. Rezept für kalte Bananensuppe lesen. Wahrnehme alle Bananen, die diese diebischen Affen nicht gestohlen haben, und schäle sie dann. Den Bananenpflücker vor Dieben verstecken und die Bananen dann in dünne Scheiben schneiden.
eine Kokosnuss aushöhlen, die Milch zusammen mit einem Glas Wasser in den Topf geben, eine große Handvoll Getreideflocken hinzugeben und rühren, bis es so gut wie Haferschleim ist. Die Bananenscheiben unterrühren. Den Saft einer Mango auspressen, erhöht die Haltbarkeit. Ich weiß auch nicht, warum das funktioniert. Weiter rühren und rühren. Wie der endlose Kreislauf des Daseins. Wenn es zu dick ist, eine Flasche Rum hinzugeben. Wenn es nicht zu dick ist, die Flasche Rum trinken. In das Glas füllen, mit Wachs versiegeln und im Vorratslager abkühlen lassen. Die Tür muss fest zugeschlossen sein. Okay. Rezept für selbstgemachtes Sonnenöl. Nach roten Heringen angeln, alles Gefangene kleinschneiden und ein paar Wochen in der Sonne liegen lassen, bis es immer schlimmer stinkt als diese stinkenden Blumen. Oh! Den Schleim durch ein Passiertuch oder ähnliches in ein Glas gießen, um Fischöl zu extrahieren. Ich bin wirklich gut darin geworden, den Atem anzuhalten. Den Ofen vorheizen, bis er richtig heiß ist. 6 frisch gefangene Austern nehmen, die verschnörkelten Stücke entfernen und sie in den Topf geben. 2 Granatäpfel schälen und ebenfalls dazugeben. Einen Klumpen Holzkohle in den Topf geben. Den Deckel fest aufsetzen und über Nacht kochen lassen. Am nächsten Tag die Reste in das Fischöl mischen. Den entstandenen Brei auf das Gesicht, die Arme und andere ungeschützte Stellen auftragen. Das Beste daran, niemand Unzivilisiertes stört einen, während man es trägt. Notiz an mich, ich muss eine neue Charge machen. Das letzte Glas ist mir beim Klettern auf die Palisade ins Wasser gefallen und ich komme nicht mehr dran, nicht in meinem Alter. Leider ist gerade keine Heringssaison. Okay. Rezept für Bananenschmiere. Etwas Holz sammeln, den Ofen anzünden und 3 reife Bananen nehmen. Diese auf den Herd legen, bis sie ganz geschwärzt sind. Wehmütig in den Rauch starren. In einen Topf mit kochendem Wasser geben und köcheln lassen. 2 Kokosnussschalen aushöhlen, in der Sonne trocknen und in den Topf geben. Ich habe genug in meinen Vorratskisten. Ich sollte ein paar zur Palisade mitbringen und meine müden Füße schonen. Das Mineralöl hinzugeben und umrühren. Ich habe keins mehr. Müsste irgendeinen Ersatz finden. In ein Glas umfüllen, solange es noch heiß ist. Okay. Notiz an mich. Die Masse dient der Pflege meiner Fallen und ist nicht für den Verzehr durch Menschen geeignet. Man muss schon ein echter Hohlkopf sein, um auf die Idee zu kommen, dieses Zeug zu essen. Rezept nehmen. Rezept für Brie- und Bärenrisotto. Wildreis, nicht vorhanden, gehackte Zwiebeln, nicht vorhanden und Gemüsebrühe, nicht vorhanden, in die Pfanne geben, verlegt und kochen, bis der Reis vollgesogen ist. Den Brie in Scheiben schneiden, weggeworfen verursacht meine Bauchprobleme. Ah, okay. Weggeworfen. Verursacht meine Bauchprobleme. Ja, er ist laktoseintolerant. Und mit pürierten, säuerlichen Beeren belegen. In Klammern nicht vorhanden. Wehmütig auf den leeren Teller starren. Sehnsüchtig seufzen. Eine Banane essen. Oh, Mann. Was ist hier drin? Leeres Behältnis. Okay. Was gibt's hier noch? Eine Kokosnuss, eine Banane. Oh Gott, jetzt müssen wir tatsächlich kochen. Ich würde gern das Ding hier wegstellen. Aha. 3 geschwärzte Bananen, 2 Kokosnussschalen, 1 Portion Ölersatz. Also müssen wir erstmal Bananen schwärzen. Okay.
Oh, hier ist ein Flaschenzug. Was macht der? Noch gar nichts. Okay, ich muss die Bananen schwärzen. Okay. Holz für Lagerfeuer benötigt. Hatte Hörmann nicht in seinem Schrank Holz? Hier in seinem Vorratsschrank irgendwo? Laterne zum Anzünden benötigt. Hab ich doch. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Banane schön schwarz ist. Okay, die sieht zumindest sehr geschwärzt aus. Zutat rein und die nächste Banane schwärzen. So, du kommst auch in den Topf. Da. Blub, 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 blub. Dann brauche ich noch eine Banane. So, die nächste Banane ist fertig. Was brauche ich dann noch? Zwei Kokosnussschalen, eine Portion Ölersatz. Kokosnussschale. Aber wo finde ich die zweite Kokosnussschale? Ich muss da jetzt hoffentlich... Ich muss jetzt hoffentlich nicht Captain Coco benutzen dafür. Ah. Hermanns Fernrohr zeigt direkt auf den Schatz. Wo finde ich jetzt noch eine Kokosnuss? Ich will echt nicht Captain Coco dafür nehmen. Ich schaue mich immer weiter um. Da, nee. Hm.
Ich brauche eine Kokosnuss. Eine Kokosnuss. Mach keinen Stuss, gib mir eine Kokosnuss. Nee. Waren hier Kokosnüsse? Nö. Nö. Ja, Kokosnuss. Perfekto. Oder wie man früher gesagt hat, Geilomat. Haha. So, dann kommt das auch noch in die Suppe. Jetzt brauchen wir einen Ölersatz. Der hat ja geschrieben, dass er sein Sonnenöl verloren hat. Bewege verdächtigen Felsbrocken. Okay, ich muss jetzt hier scheinbar die Felsbrocken anheben und gucken. Unter irgendeinem müsste dann das Sonnenöl sein von Herman. Sauerstoff. Atmen vergessen. Das passiert mir häufiger. Hier sind so viele verdächtige Felsbrocken. Luft holen. Okay. Vielleicht doch da oben in dem Becken? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist ja der Strom vom Wasserfall. Okay, also. Herman ist hier lang spaziert. Auf dem Weg hoch zum Vulkan. Geht's hier noch irgendwie höher? Nee. Und dabei ist ihm das Ding. Okay. Da muss es theoretisch. Ups. Irgendwo da unten sein. Oh. Oh ne. Oh ne, ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, danke. Danke, Spiel. Ja, ich hole gleich das leere Behältnis. Ich benutze gleich erstmal hier die Seilrutsche. Das muss dann irgendwo da unten im Wasser sein.
Hier? Nö, das ist zu flach. Okay, also. Rein der Logik nach müsste es ja dann hier irgendwo sein. Auch nicht. Ach Mann. Ach Mann, 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 Mann. Was eigentlich da auf der Seite? Da war ich noch gar nicht, oder? Hier ist... scheinbar gar nichts, oder? Ne, hier ist nichts. Und wir schwimmen, 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 einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das sind aber mehrere Becken. In einem der Becken muss es ja rein theoretisch sein. In dem Becken da war es nicht. Gucken wir mal hier. Oh, das sieht doch schön aus. Oh, eine Höhle. Es könnte ein bisschen knapp werden mit Sauerstoff. Sonnenöl. Oh. Wir haben es. Okay, da muss ich dann wieder hier rausschwimmen aus der Höhle.